Wir beschäftigten uns auf diesem Kanal ja schon mit allerlei Unsinn, den Funk zum Thema Rente publizierte. Nun nahm sich die berühmteste deutsche Nachrichtensendung, die Tagesschau, diesem Thema an. Und da diese nicht nur von Millionen Menschen gesehen wird, sondern sie auch ein seriöses und vertrauenswürdiges Format ist, kann man davon ausgehen, dass die Informationen hier sauber aufbereitet und ohne irgendwelche Manipulationsversuche präsentiert werden. Also lehnen wir uns zurück und schauen uns das Beste, was öffentlich-rechtliche Bildung in diesem Lande zu bieten hat, einmal an. Die Reserven sind aufgebraucht und wegen niedriger Geburtenraten müssen immer weniger Arbeitnehmer immer mehr Rentner finanzieren. In den kommenden 15 Jahren geht die Generation der Babyboomer in Rente. Das sind rund 13 Millionen Menschen und damit ein Drittel der Erwerbstätigen. Deswegen gibt es immer wieder Rufe nach einem Renteneintritt mit 70, den auch der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Albert-Ludwig-Universität Freiburg fordert. Meine Kollegin Anne-Kathrin Beck hat ihn gefragt, wie er das begründet. Scheiße! Mit diesen ganzen manipulativen Darstellungen, die ihr eben in dieser Anmoderation sehen konntet, werden wir uns im weiteren Verlauf dieses Videos hier noch beschäftigen. Aber erstmal soll es jetzt um Bernd Raffelhüschen gehen. Dieser Söldner der deutschen Versicherungsindustrie sitzt nämlich in den Aufsichtsräten der Augustinum GmbH, der Ergo Versicherungsgruppe und der Volksbank Freiburg. Und er war an der Rürup-Kommission beteiligt, die 2003 folgende glorreiche Vorschläge vorlegte, die auch umgesetzt wurden. Erstens die Erhöhung des Renteneintrittsalters von 65 auf 67 Jahre. Zweitens die Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, der eigentlich nur darauf hinausläuft, dass das Rentenniveau noch weiter nach unten gedrückt wird, um die Rentenbeiträge zu stabilisieren. Doch die Mitwirkung an der Zerstörung des deutschen Rentensystems und die Mitgliedschaft in drei Aufsichtsräten ist natürlich noch nicht genug. Raffelhüschen war in den letzten Jahrzehnten wirklich fleißig. So ist er aktuell Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Vorstandsmitglied der Stiftung Marktwirtschaft, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, Kurator und stellvertretender Vorsitzender der Schwäbisch-Hall-Stiftung, Mitglied im Wissenschaftsrat der CDU und Mitglied in der Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft. Das sind alles mehr oder weniger neoliberale Denkfabriken, mal eher ideologischen Zielen zugerichtet, wie die Friedrich-August-von-Hayek-Gesellschaft, und mal eher Partikularinteressen verpflichtet, wie die Schwäbisch-Hall-Stiftung. Man kann Raffelhüschens Mitgliedschaft in all diesen Lobbyverbänden thematisieren oder zumindest seine Mitgliedschaft in einigen. Man kann ihn aber auch so vorstellen. Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen von der Albert-Ludwig-Universität Freiburg. Ja, Raffelhüschen ist nur ein Wirtschaftswissenschaftler, ein Mann der Wissenschaft, der gar keine ideologischen Interessen hat erkennen lassen oder gar materielle Käuflichkeit. Nein, er ist nur der Wissenschaft verpflichtet und stammt von einer Universität. Na, dann wollen wir uns mal an der Expertise dieses neutralen Wirtschaftswissenschaftlers erfreuen. Nun, im Grunde genommen kann uns ja doch eigentlich nichts Besseres passieren, als das zu tun. Denn wir haben, sagen wir mal, einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit bei der Rentenfinanzierung damit hinbekommen. Und wir hätten auch unseren Fachkräftemangel wirklich adressiert. Denn uns kann ja nichts Besseres passieren, als qualifizierte Menschen weiterhin in Beschäftigung zu halten, die wir sowieso nicht ersetzen können, weil die Jungen, die zur Ersetzung notwendig wären, ja gar nicht geboren worden sind. So, wir können also gut qualifizierte Arbeitskräfte nicht in Rente schicken, da angeblich keine neuen da seien. Was ist denn dann mit den 2,5 Millionen Arbeitslosen, die es in Deutschland gibt? Und das sind nur die offiziell gemeldeten Arbeitslosen. Dass diese Zahl an allen Ecken und Enden schön gerechnet wird, brauche ich euch wahrscheinlich nicht mehr zu erzählen. Es gibt also Millionen Menschen in diesem Land, die gerne arbeiten würden, es aber nicht können. Und diesen Menschen will man jetzt noch zusätzliche Konkurrenz machen, indem man 67-Jährige dazu zwingen will, 3 Jahre länger zu schuften. Klingt mir nach einem sehr guten Konzept. Die
OECD hat in einer Studie 2019 die verschiedenen Renteneintrittsalter in den verschiedenen Ländern Europas übrigens mal verglichen. Und Deutschland liegt hier auf Platz 6. Die Deutschen gehen also schon verhältnismäßig spät in Rente. Und trotzdem droht uns jetzt angeblich ein Fachkräftemangel oder was Raffelhüschen uns hier auch immer für einen Unsinn erzählen will. Bei 2,5 offiziell gemeldeten Arbeitslosen. Man sieht in dieser Tabelle hier auch schön, dass sowohl Spanien als auch Frankreich als auch Italien ein niedrigeres Renteneintrittsalter als Deutschland haben. Und in allen diesen drei Ländern ist die Arbeitslosenquote sogar höher. Die Frage, ob genug Arbeitskräfte vorhanden sind, hängt nämlich mitnichten vom Renteneintrittsalter ab, sondern von der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Wenn die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu gering ist, dann entsteht Arbeitslosigkeit. Und dann müsste der Staat eigentlich mehr Geld ausgeben oder die Einkommen entsprechend zu den Ärmeren umverteilen, um den Konsum anzuregen. Wenn der Staat dies tut, dann herrscht Vollbeschäftigung und dann kann es tatsächlich in einigen Bereichen zu einem Mangel an Arbeitskräften kommen. Doch dies ist in keinem großen Land der Eurozone der Fall. Überall gibt es relativ hohe Arbeitslosenquoten und Deutschland steht hier tatsächlich noch besser da als seine Nachbarländer. Aber angesichts dieser Situation einen Mangel an Fachkräften zu beklagen, ist nichts weiter als ein rhetorischer Trick, um weiteren Druck auf die Löhne auszuüben. Die Arbeitslosigkeit in der gesamten Eurozone liegt bei rund 7% und damit weit entfernt von Vollbeschäftigung. In Frankreich, Spanien und Italien wie gesagt höher und in Deutschland etwas geringer. Aber dies ist kein Argument, um einen Angriff auf unser Sozialsystem zu starten. Und drittens würde das Altersarmutproblem im Grunde genommen fast verschwinden. Denn die Leute hätten ja 3-4 Jahre länger gearbeitet und das wäre das Beste, was uns passieren könnte. Alles in allem also unterm Strich nur positive Nachrichten aus so einer Erhöhung des Rentenzugangsalters. An dieser Stelle macht Raffelhüschen sogar einen guten Punkt. Rund 20% der Erwerbstätigen erreichen nämlich das 69. Lebensjahr nicht mal. Bei einer Rente mit 70 würde also ungefähr ein Fünftel der potenziellen Rentner versterben, bevor sie überhaupt Rentner erhalten könnten. Und dies würde überproportional die Armen treffen. Arme haben nämlich eine wesentlich geringere Lebenserwartung als Reiche. Dies ergab jedenfalls eine Untersuchung über gesundheitliche Ungleichheit im Lebensverlauf, die von den Leopoldinern angefertigt wurde. Demzufolge haben Frauen, die mehr als das 1,5-fache des Durchschnittseinkommens verdienen, gegenüber relativ armen Frauen einen Vorsprung von 4,4 Jahren und Männer, die mehr als das 1,5-fache verdienen, haben gegenüber armen Männern einen Vorsprung von 8,6 Jahren. Raffelhüschen hat mit seiner Aussage, dass eine Rente mit 70 die Altersarmut drastisch reduzieren würde, sogar recht, wenn er sich auf die Armut unter Rentnern bezieht. Denn ein Großteil der armen Rentner würde versterben, bevor er überhaupt Rente bekäme. Die Erhöhung des Rentenalters, das ist eine Möglichkeit, das Rentensystem zu stärken. Welche Stellschrauben gibt es denn da noch? Na, es gibt natürlich noch die Stellschraube, dass man ihre Generation, also die jungen Generationen, noch stärker belastet durch noch höhere Beiträge. Das wäre intergenerativ natürlich unfair. Denn warum sollen die Jungen, also unsere, meine Kinder beispielsweise, warum sollten die deutlich mehr in Prozent ihres Lohnes zahlen, als wir es getan haben und unsere Väter und Großväter getan haben? Also wir müssen die Beiträge konstant halten, da gibt es kein Wenn und kein Aber. Moment mal, wieso denn das? Es gibt doch Leute in Deutschland, die überhaupt keine Rentenbeiträge bezahlen, nämlich die Kapitalbesitzer. Auf Kapitaleinkommen ist ja eine pauschale Steuer von 25% fällig, aber Sozialversicherungsbeiträge werden auf diese nicht erhoben. Und dann gibt es da noch die Beitragsbemessungsgrenze, die all jene schützt, die höhere Löhne verdienen. Wer mehr als 7.050 Euro in Westdeutschland verdient, der muss alles, was da drüber liegt, nicht an die Rentenkasse abdrücken. Ich mache das mal in einem Rechenbeispiel deutlich. Wer 9.000 Euro im Monat verdient, der muss 3.290 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen bezahlen.
Wer 90.000 Euro verdient, muss 3.290 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen bezahlen. Und wer 900.000 Euro verdient, der muss 3.290 Euro an Sozialversicherungsbeiträgen bezahlen. Die Belastung für den, der 900.000 Euro verdient, in Relation zu dem, der 9.000 Euro verdient, ist zwar absolut genauso hoch, in Relation zum Einkommen aber 100 Mal kleiner. Und es wird, wie anfangs angesprochen, noch ungerechter. Wer pro Monat 9 Millionen Euro an Kapitalerträgen behält, weil er beispielsweise ein milliardenschweres Aktienpaket geerbt hat, der muss darauf 0 Euro Rentenbeiträge zahlen. All diese Ausnahmen und Privilegien ließen sich sehr einfach abschaffen. Die Beitragsfreiheit auf Kapitaleinkommen muss genauso fallen wie die Beitragsbemessungsgrenze. Um zu verhindern, dass dadurch zusätzliche Rentenansprüche erworben werden, könnte man einfach eine Höchstrente einführen. Die Schweiz beispielsweise hat das auch geschafft. Und wenn das dort funktioniert, wieso soll es dann bei uns nicht funktionieren? Doch auf solche Ideen kommt Bernd Raffelhüschen natürlich nicht, denn sie würden ja jene belasten, von denen er bezahlt wird. Und die letzte Stellschraube ist dann natürlich das Rentenniveau. Der Nachhaltigkeitsfaktor, der im Moment noch ausgesetzt ist, würde dieses Rentenniveau deutlich nochmal reduzieren und damit die nachhaltige Finanzierbarkeit für unsere zukünftigen Beitragszahler garantieren. Und die muss her. Also wir müssen eine Kombination aus Erhöhung des Rentenzugangsalters und moderater Kürzung des Rentenniveaus adressieren. Das ist das, wo wir wirklich hin müssen. An der Stelle möchte ich nochmal auf die OECD-Studie von vorhin verweisen, die nicht nur das Renteneintrittsalter, sondern auch das Rentenniveau in verschiedenen Ländern Europas verglichen hat. Und dabei hat sie allerdings nicht das gesetzliche Rentenniveau, sondern das Rentenniveau von gesetzlicher Rente plus bezuschussten privaten Leistungen genommen. Deswegen beträgt der Wert bei Deutschland auch 51,9% und nicht 48%, wie unser aktuelles gesetzliches Rentenniveau beträgt. Aber trotzdem liegt Deutschland in dieser vergleichenden Studie im unteren Mittelfeld in Europa. Wir haben eins der höchsten Renteneintrittsalter und gleichzeitig ist unser Rentenniveau relativ gering. Die Gründe dafür, warum andere Länder in Europa es besser schaffen, ihre Rentner zu versorgen, als wir es tun, hatte ich ja vorhin schon erläutert. Ein Teil der Solidargemeinschaft hat sich ihr entzogen. Durch die Beitragsbemessungsgrenze, durch die Ausnahme von Kapitaleinkommen und dadurch, dass Beamte Pensionen bekommen und keine Renten. Bei dieser sowieso schon schlechten Lage für die Rentner in Deutschland, das Rentenniveau noch weiter zu senken, würde die Altersarmut hierzulande massivst befeuern. Und eine Senkung dessen wäre auch gar nicht die letzte Stellschraube, wie von Raffelhüschen hier erzählt. Nein, die letzte Stellschraube wäre eine Erhöhung des Bundeszuschusses. Und glücklicherweise hat der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums dazu schon mal ein Gutachten erstellt. Laut diesem Gutachten könnte der Bund das Rentenniveau bei 48% stabilisieren und die Rentenbeiträge bei 22%. Und das würde etwas mehr als 20% des Bundeshaushaltes im Jahr 2060 kosten. 20% des Bundeshaushaltes entsprechen ungefähr 2% unseres Bruttoinlandsproduktes. Um das mal in Relation zu setzen, unser Leistungsbilanzüberschuss liegt aktuell bei rund 7% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt, wir müssten nur einen Teil der Güter, die wir aktuell exportieren, künftig für unsere eigenen Rentner konsumieren. Und das Problem wäre gelöst. Die Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeiträgen über den Bundeshaushalt wäre also makroökonomisch gesehen überhaupt kein Problem. Dass Raffelhüschen das hier nicht erwähnt, wird wohl eher ideologische Gründe haben. Denn Staatsausgaben sind ja böse und schlecht. Und man kann ja nur das verteilen, was die Arbeitnehmer auch einzahlen. Und es sollen ja auch nur die Arbeitnehmer einzahlen. Das Kapital, das sich der Finanzierung der Renten komplett entzieht, wird natürlich selbstredend auch nicht erwähnt. Ja, Sie haben private Altersvorsorge gerade schon angesprochen. Was können Arbeitnehmer denn konkret tun, um privat vorzusorgen?
Nun, Arbeitnehmer und Arbeitgeber könnten ja versuchen, betriebliche Altersvorsorge zu stärken. Das ist nicht der dümmste aller möglichen Wege. Wir können aber auch, sagen wir mal, privat ersetzende Altersvorsorge. Die viel gescholtene Riester-Rente ist gar nicht so schlecht, wenn man die richtige Form der Riester-Rente wählt. Private Altersvorsorge. Welche wunderbare Idee. Das ist aus gleich zweierlei Gründen Schwachsinn. Zum einen hat ungefähr ein Drittel der deutschen Bevölkerung eine negative Sparquote. Es spart also nicht, sondern es macht beständig Schulden. Zum anderen hat der Mittelstand eine viel zu geringe Sparquote, um überhaupt relevante Ersparnisse auszubilden. Nur für die reichsten 30% kann das überhaupt eine Option sein. Wir haben aber auch andere, sagen wir mal, Sparvorgänge, die ohne weiteres, sagen wir mal, ersetzende Altersvorsorge betreiben können. Ob es Immobilien sind, ob es, und das sind ja immerhin 50% der Menschen in Deutschland, die das machen, alles das ist eigentlich ein Teil der Altersvorsorge und im Gros passiert es ja auch schon. Im Gros sind die Menschen nicht schlecht abgesichert. Diejenigen, die Probleme haben, sind natürlich diejenigen, die in Niedrigeinkommensverhältnissen leben und über ihr Leben nicht besonders große Ersparnisse gebildet haben und gleichzeitig natürlich auch in der Rente nicht viel eingezahlt haben. Und wer nicht viel einzahlt in der Rente, der bekommt halt auch nicht viel in der Rente. Dieses Problem ließe sich relativ leicht lösen, nämlich durch eine Erhöhung der Grundsicherung bzw. die Einführung einer Mindestrente. Niemand sollte im Alter in Armut leben müssen und der Staat könnte das auch problemlos finanzieren. Man kann es gar nicht häufig genug betonen. Die notwendigen Reformen liegen seit Jahrzehnten auf dem Tisch. Mindestrente, Höchstrente, Abschaffung aller Privilegien und gleiche Rentenbeiträge für alle, sowohl auf Kapital als auch auf Arbeit und Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Diese Reformen ließen sich morgen beschließen und übermorgen umsetzen, aber solange wir weiterhin von Politikern wie Habeck oder Scholz regiert werden, wird das wohl nicht Realität werden. Das heißt, Sie halten die Riester-Rente nach wie vor für ein geeignetes Modell? Ich halte den Sonderausgabenabzug in der Steuer, und das ist das Wesentliche der Riester-Rente, und der Sonderausgabenabzug ist 100 Jahre alt, also älter als Walter Riester, halte ich für die vernünftige Form der entsprechenden Besteuerung und der entsprechenden Förderung. Ob man in der Refinanzierungsstruktur unbedingt jetzt alles auf Staatspapiere setzen musste, und das hat man gemacht, das war natürlich ein großer Fehler, denn die haben nicht viel gegeben. Der Staat hat keine Zinsen gezahlt die letzten Jahre. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Rund ein Viertel der für die Riester-Rente eingezahlten Beiträge landete in den Taschen der Versicherungswirtschaft. Zum Vergleich, bei einem Aktien-ETF betragen die Verwaltungskosten unter 1%. Bei Riester im Durchschnitt bei rund 25%. Dass eine weitere Erhöhung der Sparquote der privaten Haushalte auch volkswirtschaftlich Probleme aufwerfen würde, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Welche Verantwortung trägt denn auch die Bundesregierung, möglicherweise das Rentensystem zu reformieren? Wenn man nach Schweden schaut, da gibt es zum Beispiel die Aktienrente. Wäre das nicht auch ein Modell für Deutschland? Bist du bescheuert? Du dämlicher Nix! Nun, die Aktienrente in Schweden wäre ein Modell gewesen und wir haben sie ja auch vorgeschlagen in den 90er Jahren. Wären wir den Weg gegangen, wäre es vernünftig gewesen. Die Aktienrente jetzt ist für die Jungen eine vernünftige Form der Lösung. Aber sehen Sie, jemand, der wie ich 65 ist, hat keine Zeit, auf 30 Jahre zu blicken und dann befriedigt sozusagen seine Aktien wieder zu verkaufen, denn er weiß ja nicht, ob er da überhaupt noch da ist. Also eine Medizin zu verabreichen, die wirksam ist, aber der Patient vorher schon gestorben ist, macht keinen Sinn. Nachdem ein ganzes Interview lang fast überhaupt nicht kritisch nachgefragt wurde, nachdem ein ganzes Interview lang über die gesetzliche Rente gelästert wurde, nach der Anmoderation, die ihr vorhin sehen durftet, danach erdreistet sich diese Moderatorin, jetzt ernsthaft danach zu fragen, ob die Aktienrente eine Lösung sei. Nein, verdammt nochmal, nein, das ist sie natürlich nicht. Ich hatte dazu vor mehr als einem halben Jahr schon mal ein ganz eigenes Video erstellt.
Aber hier die wichtigsten Informationen in Kürze. Die Rente wird immer von den aktuell arbeitenden Menschen erwirtschaftet und von niemand anderem. Und es geht auch gar nicht anders. Auf einen Sonderfall werden wir gleich noch zurückkommen und warum dieser für die aktuelle Situation irrelevant ist. Wenn aber immer die aktuelle Erwerbsbevölkerung die aktuelle Rente finanziert, dann ist es völlig egal, ob der Staat irgendwelche Aktien erworben hat oder sonst was. Wenn er Anteil an den Kapital gewinnen möchte, dann muss er keine Aktien kaufen, dann kann er einfach die Steuern auf Kapital erhöhen. Der Ankauf von Aktien nutzt also im Endeffekt nur jenen, die Aktien besitzen und deren Vermögenspreise hochgetrieben werden, und jenen, die Aktien verwalten, also Vermögensverwaltern, wie beispielsweise BlackRock. Gesamtwirtschaftlich betrachtet ist das einzig Relevante dafür, ob wir uns die Renten leisten können, ohne irgendwen ärmer machen zu müssen, die Tatsache, dass das Bruttoinlandsprodukt schneller wächst als die Zahl der Rentner. Solange das der Fall ist, werden immer mehr Güter und Dienstleistungen produziert und diese Güter und Dienstleistungen gilt es dann nur vernünftig zu verteilen. Und solange das Bruttoinlandsprodukt schneller wächst als die Zahl der Rentner, solange werden immer mehr neue Güter und Dienstleistungen produziert, als Rentner dazukommen. Das bedeutet, es muss niemand ärmer werden. Wir müssen niemandem irgendetwas wegnehmen. Wir müssen nicht die Beiträge erhöhen, wir müssen einfach nur mehr von diesen zusätzlichen Gütern und Dienstleistungen an die Rentner umverteilen. Beziehungsweise umverteilen ist ja das falsche Wort. Wir müssen niemandem etwas wegnehmen. Das ist der zentrale Punkt. Das heißt, solange das reale BIP schneller wächst als die Zahl der Rentner, sind alle Debatten über höhere Renteneintrittsalter, über Aktienrenten oder sonstigen Unfug beiseite zu schieben. Sie sind nicht relevant. Doch wie sieht die reale Entwicklung aus? Nun, laut den Zahlen der Bundeszentrale für politische Bildung soll die Zahl der Rentner von 2020 auf 2060 um 32% zunehmen. Im selben Zeitraum soll die reale Wirtschaftsleistung um 49% anwachsen und damit stärker als die Zahl der Rentner. Wir müssen uns über die Finanzierung der Renten also überhaupt keine Gedanken machen. Wir müssen nur das, was wir zusätzlich erwirtschaften, so verteilen, dass die Rentner zukünftig einen größeren Anteil davon bekommen. Niemand muss ärmer werden, niemand muss weniger Rente bekommen, niemand muss länger arbeiten. Und mal abgesehen davon, eine demografiefeste Rente gibt es nicht. Selbst wenn die Zahl der Rentner schneller wachsen würde als die Wirtschaftsleistung. Selbst dann würde uns eine Aktienrente nicht retten. Denn wenn wir die Sparquote der privaten Haushalte beispielsweise durch eine Aktienrente erhöhen würden, dann müsste das, was mehr gespart würde, automatisch an zusätzlicher Verschuldung an anderer Stelle wieder aufgenommen werden, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Das heißt, die Staatsschulden würden wachsen und das Aktienvermögen würde wachsen. Netto gäbe es gar keinen Unterschied. Das Nettovermögen von Deutschland würde sich überhaupt nicht verändern. Jedenfalls dann nicht, wenn wir keine noch höheren Leistungsbilanzüberschüsse einfahren würden, als wir es aktuell ohnehin schon tun. Und warum das problematisch ist, darauf bin ich in meinem Video zur Aktienrente ja schon eingegangen. Kurzum, die Aktienrente ist überflüssig und bedient einzig und allein die Interessen von Superreichen und großen Vermögensverwaltern. Und die Tagesschau fragt auch diesbezüglich natürlich nicht kritisch nach. Es wurde in diesem Interview über die gesetzliche Rente gelästert. Es wurden absurde Aussagen von Raffelhüschen einfach so stehen gelassen. Und schon die Anmoderation bedient einen neoliberalen Argumentationsrahmen und verbreitet absurde Falschbehauptungen. So zum Beispiel, dass die Reserven aufgebraucht seien. Die Reserven sind aufgebraucht und wegen Was soll man dazu noch sagen? Mit unseren Gebührengeldern wird schon wieder neoliberale Propaganda finanziert, die sich gegen unser Sozialsystem richtet. Mit den Geldern, die wir dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Bildungsauftrag geben, wird politische Werbung finanziert, die sich gegen die unteren 99% der Bevölkerung richtet, gegen unsere Altersversorgung. Man muss sich wirklich ganz klar vor Augen führen, was hier passiert.
Man kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf so einen Beitrag der Öffentlich-Rechtlichen zur Rente draufklicken und wenn er nicht gerade von der Anstalt oder vom Monitor ist, so wird sich dort ähnlicher Schund finden wie den wir gerade gesehen haben. Und das war gerade die Tagesschau. Das war nicht irgendein komischer TikTok-Kanal wie Your Money oder so. Das war die verdammte Tagesschau. Und wenn ihr irgendwann mal eine Person treffen solltet, die behaupten würde, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei links und würde politisch einseitig berichten, dann könnt ihr ihm im zweiten Teil schon mal zustimmen, um ihm dann diesen Beitrag zu zeigen. Oder die Dutzend anderen, die gegen unser Sozialsystem schießen. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist einseitig, aber er ist nicht links, er ist neoliberal.